Hallo, ich bin der Tim und heute zeige ich euch den Chamonix. Wir gehen einmal ins Fahrzeug. Der Cabanon Chamonix zeichnet sich besonders durch sein großes Raumgefühl aus. Wir haben hier die sehr großen Betten von 1,70 m x 2,10 m. Die Betten sind komplett mit Lattenrost ausgestattet und natürlich wie bei Cabanon immer mit dunklen Schlafkabinen, sodass man hier lange und entsprechend bequem schlafen kann. Das Ganze ist hier beim Chamonix mit dem entsprechend großen und geräumigen Vorzelt ausgestattet. Das heißt, wir haben jetzt hier im Grundaufbau eine Vorzeltfläche von 3 mal 5 Metern. Wir haben aber hier immer die Möglichkeit, das Ganze noch zu erweitern, indem wir die Vorderwand um einen nach vorne setzen. Das heißt, wir haben vorne an dem integrierten Sonnensegel noch einen weiteren Reißverschluss dran, sodass wir hier eine Vorzeltfläche von 5 mal 5 Metern generieren können. Das heißt, auch wenn man wirklich Schlechtwettertage hat, Regen hat, man kann sich hier wirklich bequem mit mehreren Leuten aufhalten. Hier bei uns jetzt aufgebaut die Version für den Süden, wie wir so schön sagen. Das heißt, wir haben ein geräumiges Vorzelt von 3x5, dann das integrierte Sonnensegel, wo man allein schon sehr gut drunter sitzen kann, aber natürlich hier auch noch mal gezeigt das extra Sonnensegel, so dass wir hier vorne auch wieder eine Fläche haben, wo wir wirklich mit 6 Leuten ganz bequem sitzen können. Das Ganze ist komplett in Baumwolle ausgeführt und mit nur 3 Stangen vom Vorzelt her auch sehr einfach aufgebaut. Des Weiteren haben wir hier natürlich dann vorne am Sonnensegel auch noch eine weitere Stange. Es ist auch möglich, wenn man die Vorderwand nach vorne setzt, das Ganze entsprechend mit einer zweiten Bodenwanne auszustatten, so dass man hier wirklich eine schöne, geräumige Fläche hat, die auch wirklich wasserdicht ist. Wenn man eher in den Süden fährt, hat man auch hier die Möglichkeit zu sagen, wir setzen hier eine Moskitowand ein, die können wir einmal hier vorne einsetzen oder halt auch hinten einsetzen. Das kann man jederzeit tauschen, so wie man das gerade benötigt. Daher ist bei uns der Chamonix gerade auch bei Familien sehr beliebt. Es gibt auch noch eine Küchenvariante, die wir hier zeigen. Da hat man für alle Anforderungen das richtige Fahrzeug. Alle Cabanon-Zeltanhänger können wir mit entsprechenden Fahrradträgersystemen ausstatten. Hier ausgestellt entsprechend der Deichsel-Adapter mit einem Anhängerkupplungsträger. Bis zu 3 Fahrräder können hier vorne auf der Deichsel so befestigt werden. Wenn Sie also einen Anhängerkupplungsträger haben, können Sie den auch an unseren Fahrzeugen weiter nutzen. Wenn Sie mehr Fahrräder mitnehmen müssen, ist das auch kein Problem. Wir haben Trägersysteme für über das Fahrzeug, sodass man wie beim Chamonix zum Beispiel bis zu 5 Fahrräder mitnehmen kann. Thank you.